Hallo und herzlich willkommen zu City Skylines. Heute mit meinem neuen Projekt, eine eigene Stadt zu errichten. Und ohne lange rumzuschweifen, rumzuerzählen, fangen wir einfach mal an. Neues Spiel. So, welche Gegend nehmen wir denn? Ich denke mal, ich weiß zwar nicht, auf was man sich da richten soll, ob man mehr Rohstoffe braucht, mehr Wasser. Aber ich denke mal, so geeignetes Baugebiet, das ist, denke ich mal, so das Wichtigste. Aber ich würde einfach mal sagen, die Gegend sieht eigentlich ziemlich schön aus. Ich weiß zwar nicht. Achso, kein Schiffszugang. Okay, jetzt weiß ich zumindest, was das hier bedeutet. Ja, würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu zwei Flüsse. Ich habe natürlich auch Vergangenheit mal ein bisschen ausgetestet. Und was ich zu dem Spiel sagen kann, ich finde es richtig, ja, ich sag mal gut, dass man alles beschreiben kann, was man so sieht. Also man kann die Person umbenennen, man kann die Gebäude umbenennen, man kann natürlich auch eigene Gebietsstädte, sage ich mal, benennen lassen. So hat man hier wirklich sehr, sehr viel Freiraum, was das natürlich äußerst interessant macht, das Ganze. Und da ich ja so ein kleiner Freund von, sagen wir mal, Bausimulatoren bin, ist es natürlich ein Spiel für mich. So, dann fangen wir erstmal an. Hallo, lassen Sie uns damit beginnen, einige Straßen zu bauen und die benachbarten Gebiete abzugrenzen. Gebäude spawnen in abgegrenzten Gebieten und bei weiterem Wachstum Ihrer Stadt werden Sie neue städtische Dienstleistungen und Gebäude freischalten. Klicken Sie für Hilfe auf die Fragezeichen-Schaltfläche. Dies zeigt Ihnen Informationen über das aktuelle geöffnete Menü oder die Infoansicht an. Okay. Als allererstes wollte ich mal gucken, man kann doch bestimmt seine eigene Stadt umbenennen. Hier steht Westfield. Man kann es umbenennen. Na gut. Wie nennen wir es denn? Ich würde mal sagen, Neustadt. Nee, oder nehmen wir mal, was könnten wir eigentlich für einen Namen oder unsere Stadt bezeichnen? Ihr könnt natürlich auch mal Tipps geben oder generell auch Ratschläge oder auch, wie wir auch unsere eigene Stadt benennen. Aber ich mache erstmal auf Green Island. Einfach mal so benennen. Oh, jetzt hat er sich nicht übernommen. Na toll. Green Island. Ah, jetzt hat er übernommen. Okay. So, und da ich ja sehr übersichtlich bauen möchte, versuche ich zumindest natürlich, fangen wir hier oben erstmal an. So. Aber ich denke mit ASD, ja, das ist, ja, okay. Mit Tastatur ist es doch angenehmer zu spielen. Gehen wir erstmal hier runter. Aber hier ist natürlich auch das Wassergebiet. Und dann schauen wir mal, ich tendiere mal. Ich muss mal gucken, wie es am besten wäre. Ich denke mal, hier unten wäre so Wohngebiete am besten und oben die reine Industrie. Weil natürlich, wenn man sowas wie Sims kennt, ist natürlich klar, dass Wohngebiet nicht genau gegenüber von der Industrie, sage ich mal, bauen sollte. Weil ist natürlich wie im echten Leben. Man möchte, glaube ich, ungern neben einer Mülldeponie oder irgendeine Industrie wohnen, wo es extrem laut ist. Deswegen denke ich mal, ist es am schönsten, wenn man hier unten die Wohngebiete macht. Ergo ziehen wir erstmal die Straße hier unten lang. So, die Richtung ist gut. Machen wir hier unten erstmal ein paar Wohnviertel. So, bis hierhin um. Machen wir hier so die Richtung. Sollte das Budget einigermaßen reichen. So, dann machen wir hier. Und hier einmal. Da wir ein bisschen so einen kleinen Bestand an Wohnvierteln haben. Und damit das ein bisschen so abgegrenzt ist, weil ich habe natürlich so einige Vorschläge, wie ich die ganzen Gebäude, denke ich mal, so einrichten möchte. Aber das kommt dann, sobald wir erstmal das Kleingeld haben. Und dann möchte ich natürlich so kleine Siedlungen einbauen lassen. Das ist ein bisschen schräg. Aber egal. Stein hat jetzt nicht abgebaut. Dann haben wir zum Glück hier unten so ein
Planierraupe, womit man auch die ganzen Steine, Straßen, wie auch immer, auch abbauen kann. Verlängern wir das Ganze mal ein bisschen. So, und was ist eine Stadt ohne Strom? Nämlich gar nichts. Dazu würde ich alles hier oben, die komplette Industrie machen. Und da würde ich dann gerne die ganze Sache einbauen lassen. Ich bin nur überlegen, inwiefern wir die Industrie hier bauen oder vonstatten lassen. Ich denke mal, hier würde ich die Hauptstraße hinführen lassen irgendwie. Weil ich habe es natürlich auch ein bisschen privat ausgetestet. Und so wie ich das hier etwas gebaut habe, ist es einigermaßen okay. Ich habe nicht allzu viel, ich habe nur ein bisschen herumgespielt. Gucken, was wäre am besten für den Start. Ich habe auch keine Videos angeschaut, sonstiges. Ich bin komplett frisch hier reingeknallt. Aber das sollte nicht allzu sehr das Problem sein. Ergo, machen wir hier so eine kleine Straße. Nicht wundern, warum das hier ein bisschen so komisch aussieht, warum das nicht gerade ist, wenn man das von hier aus schaut. Das Problem ist, hier gibt es natürlich Unebenheiten, was man natürlich nicht sehen kann. Doch, jetzt kann man es sehen. Dann ist es natürlich so, dass es halt gerade ist, aber nicht gerade aussieht. Deswegen nicht wundern, wenn da so einige Schleifen zu sehen sind. Ja, nichtsdestotrotz fangen wir mal hier mit der Industrie an, weil die Leute müssen doch irgendwie arbeiten. Gehe ich mal von aus, dass es so einigermaßen so eine Arbeitskraft geben sollte. Und da sehen wir auch schon das erste Symbol unten, und zwar mit den Ohrstöpseln, sage ich mal, oder mit den Kopfhörern, dass es sehr laut ist. Ergo, solche nur in Industriegebieten bzw. außerhalb von den Landschaften oder eher von den Wohngebieten bauen lassen. 19.000, ja. Aber ich will natürlich auch hoffen, dass wir sowas wie Windräder, dass sie irgendwann mit der gewissen Zeit, sage ich mal, auch viel mehr Strom erzeugen, als dass ich solche, ich sag mal, Kohlekraftwerken, Ölkraftwerke, wie auch immer, weil hier neben ist, glaube ich, Ölkraftwerk, genau, dass ich das nicht mehr brauche. Dass ich einfach nur komplett auf Natur gehe, weil ich will so wenig Land verschmutzen, wie es halt nur geht. Aber wir bauen erstmal ein Kraftwerk. Das legen wir mal schön hier hin. Und dann müssen wir natürlich auch die Stromleitung bauen. Und die müssen genau hier als Anlegestelle in dem Umkreis fortliegen. Sprich, wenn ich es hier hinbaue, kriege ich natürlich keinen Strom, weil das nicht an dem, ich sag mal, einem Kraftwerk angeschlossen ist. Beim Bau von Hochstraßen können Sie die Straßenebene mit Bild hoch oder Bild runter absenken. Das ist natürlich geil. So kann man schöne Brücken bauen, so wie hier zum Beispiel. Was natürlich schon so einige Vorteile bringen kann. Aber wir bauen mal hier. Na, oder auch nicht. Da. Und ziehen das mal komplett runter. Weil hier werde ich sowieso nichts bauen, weil bringt erstmal nichts. Und ziehen wir das mal so bis hierhin komplett runter. Und bauen natürlich erstmal Wohnsiedlungen. Und da wir natürlich Wasser brauchen, brauchen wir natürlich erstmal eine Wasserpumpstation. Entschuldigung. Das bauen wir am besten mal so hier in die Richtung. Und dann müssen wir natürlich auch die Wasserrohrleitung einbinden. Sprich, werden wir es mal hier in die Richtung ziehen. Und werden das in der ganzen Stadt verteilen. Aber ich war der Meinung, die Pumpstation braucht auch Strom. Ergo muss es hier angebaut werden. Und was wir natürlich brauchen, was in jeder Stadt vonnöten ist, eine Abwasserrohrleitung. Weil wenn man auf Toilette geht, dann gibt es ja bestimmte Fäkalien, die die Stadt benötigt und auch natürlich auch verbraucht. Und damit das sich nicht verstopft und es abgeleitet werden kann, gibt es solche Wasserrohrleitungen oder Abwasserrohrleitungen, die wir natürlich so weit
von den Wasserpumpen, sage ich mal, bauen, wie es nur geht. Weil, wie man sieht, ist natürlich auch ein dickes Röhrchen. Und da kam auch, oder da kommen eher gesagt, diverse Unreinheiten natürlich raus. Und das wäre natürlich sehr von Nachteil, wenn wir hier eine Wasserpumpstation legen. Weil, was man hier sehen oder vorhin gesehen hat, schauen wir mal kurz, wo das nochmal war. Genau. Ist die Strömung von links nach rechts. Dann wäre es natürlich von Nachteil, wenn wir hier die Rohrleitung hinbauen und hier die Pumpstation. Weil dann würden wir eher die unreinigte, das ungereinigte Wasser aufnehmen. Und das wäre natürlich von Nachteil. Also wenn man seine Stadt oder, sage ich mal, mehr Krankheiten und Todesfälle haben möchte, sollte man das natürlich so machen. So, aber er braucht auch Strom. Ergo ziehen wir von dem hier rüber. Und dann dachte ich mir, bauen wir hier oben die komplette Industrie. Ergo werden wir hier ein Industriegebiet einbauen lassen. Hier, hier, hier und hier. Damit die Leute auch was zu arbeiten haben. Und so gesehen könnten wir, glaube ich, eigentlich schon starten. Aber was ich auf jeden Fall austesten will, ich will wissen, ob das überhaupt was bringt, wenn wir hier solche Turbinen einbauen. Aber ich glaube, das Geld sparen wir uns lieber. Ja, das Geld sparen wir uns lieber. Und machen lieber hier nochmal eine dritte Straße. Weil ich mag es alles gerne so übersichtlich zu haben. Aber sobald wir mehr Geld haben, werden wir natürlich so einiges austesten. Und ich sehe schon, da habe ich kein Feld. Ja, Straßen, ich weiß. Haben wir hier was übersehen? Und da wollte ich natürlich was austesten. Und zwar machen wir hier einmal die Wohnsiedlungen. Und damit auch Geld im Umlauf ist, machen wir natürlich auch Gewerbegebiete. Wo die Leute natürlich auch das Geld ausgeben können. Und legen das hier hin. Und machen hier nochmal eine Wohnsiedlung. Ja. Und hier nochmal ein Gewerbegebiet. Weil die müssen auch irgendwie Geld ausgeben können. So, das wäre so gesehen der erste Schritt, den wir machen. Und ich würde mal sagen, Play. Die Tweets, die lesen wir uns nicht durch, weil die sind eher nervtötend als alles andere. Leider kann man das natürlich auch nicht schließen, was sehr von Nachteil ist, aber kann man nicht ändern. Ist leider erstmal so. Ja. Ich weiß nicht, ob die eine Straße hier so reichen würde, dass man hier vor. Ah, gut. Also da sehe ich schon das erste Problem bei uns. Die würden hier gar nicht Verbindung zum Industriegebiet kriegen. Ergo werden wir es mal hier mal so eine Straße bauen. Die werden wir kurz verbinden. Und werden hier jeweils die Industriegebiete langziehen und verwalten. Verwalten sage ich schon, aber ihr wisst ja, wie ich das meine. Wie gesagt, falls ihr irgendwelche Tipps habt, wäre ich für jeden Tipp oder auch Trick eher weniger. Ich bin eher so für die Tipps, weil ich mag eher nicht so mit Tricks. Könnt ihr diese gerne nennen? Würde ich mich mega freuen. So, jetzt sollte es einigermaßen verbunden sein, damit die irgendwie einen Zulauf zur Straße haben. Hier haben wir eine Kreuzung. Ja, sollte ungefähr erstmal reichen. Dann mal ein bisschen ausbauen. Hier haben wir natürlich Strom. Das fehlt den Leuten aber. Da kann man natürlich nicht bauen, was natürlich, natürlich sehr angenehm ist. Dann machen wir es einfach hier hin. Und legen hier nochmal eine Leitung hin.
Weil hier wollte ich sowieso nichts bauen. Und wir brauchen natürlich auch die Wasserleitung, weil ohne Wasser können ja die Leute auch noch nicht arbeiten. Wieso haben die keinen Strom? Wieso fehlt den Strom? Hab doch. Ach so. Deswegen habe ich hier immer eine kleine Lücke gelassen. Aber. Doch. Na. Damit die ein bisschen Strom haben. Weil ohne Strom können die natürlich auch nicht wohnen, leben und auch die Häuser gründen. So, wir haben natürlich jetzt in der Zeit leider verpasst. Wir haben gerade 1300 minus. Aber das kriegen wir gleich schnell hin. Meine, eine kleine Stadt fängt immer mit einem Minus an, bevor die ins Plus kommen. Dann haben wir natürlich auch Darlehens, die wir noch nicht annehmen können. Aber das wird nicht lange dauern. So, dann müssen wir hier natürlich auch Wasser hinlegen, weil ohne Wasser gibt es natürlich auch keine Industrie. Aber das kriegen wir gleich hin. Ich spule das mal hier ein bisschen vorwärts, damit die Zeit ein bisschen schneller vorbeigeht. Ja, langsam kommt das Geld durch Mieteinnahmen. Und was ich immer erwähnen müsste oder kann, viel Geduld aufbringen. Weil es ist nicht immer von heute auf morgen, dass es alles funktioniert. Man muss wirklich viel Geduld aufnehmen, bevor man irgendwelche Resonanzen sehen kann. Also nicht gleich Kopf in den Sand stecken, wenn mal was nicht klappt. Einfach weitermachen, einfach nicht aufgeben. Und dann soll es auch von alleine gehen. Also von daher macht euch keinen Kopf, wenn irgendwas mal schief gehen sollte. Einfach in Ruhe weiterspielen. Oh, da haben wir schon mal. Kleiner Weiler. Erreichen Sie eine Bevölkerung von 420. Haben wir geschafft. Wir haben Mülldeponie wahrscheinlich, dann Gesundheitswesen und die Bildung. Also, ja, hier unten steht es ja. Grundschule und eine Arztpraxis haben wir. Und wir können endlich unser erstes Darlehen aufnehmen. Und können, denke ich mal, ja genau, die Steuern erhöhen. So. Dann machen wir natürlich als allererstes die Stromleitung. Die darf man nicht vergessen. Und dann ziehen wir hier eine Leitung hin. So, jetzt sollten die immer Strom haben. Dann gehen wir hier nochmal eine Leitung hin. Wie sieht es mit Wasser aus? Okay, das ist soweit in Ordnung. So, Mülldeponie packen wir natürlich auch nach oben, weil das ist ganz wichtig, weil natürlich auch eine Mülldeponie verbraucht oder verursacht auch sehr viel Schmutz. Und da werden wir jetzt erstmal die Leitung nach oben ziehen, damit überhaupt irgendwie gearbeitet werden kann. Ort ist bereits belegt, obwohl ich nur Wasser will. Verstehe ich nicht. Aber gut. So, lieber alles von unten nach oben ziehen, bevor man ständig von links nach rechts zieht. Lieber ein bisschen mehr Baukosten in Kauf nehmen, als dass man unnötige Mehrkosten hat. So. Jetzt haben wir erstmal Wasser. Jetzt können wir uns erstmal. Darlehen bräuchten wir ja erstmal noch nicht. Aber was wir natürlich brauchen, was ganz wichtig ist, was ich mir vorgestellt habe auch natürlich, die brauchen auch eine Zufahrtsstraße, damit die schneller, weil bei Mülldeponie, so steht es ja hier, Mülldeponien schicken Müllwagen zum Müllsammeln auf die in die Stadt. Sorry, nicht entsorgter Müll kann zu Verschmutzung führen. Aber hier stand irgendwo als Tipp, dass die auf eine Schnellstraße oder auf eine gut ausgebaute Straße gelegt sollten, damit die Müllwagen schneller, sag ich mal, hin und her fahren können oder schneller in der Stadt sind. Aber denk mal, da die Stadt groß genug ist, oder
klein genug. Hier reicht diese Gegend erstmal aus. Ergo werden wir es kurz nach rechts ziehen, das Ganze. Und hier so eine Reihe von Mülldeponien aufbauen. Bei Wasser habe ich da, glaube ich, so gut hingelegt. Ja, sollte reichen. Zur Not können wir es immer noch hier hochziehen. Aber nicht genug Geld. Wir nehmen einfach mal ein Darlehen auf. Ist ja nicht so schlimm. Man kann es immer noch dann später zurückzahlen. Weil no risk, no fun. So, dann brauchen wir natürlich auch eine Grundschule. Packen wir hier genau auf der oberen Hauptstraße hin. Ein Ärztehaus können wir uns noch nicht leisten, wird aber nicht lange dauern. So, und go. Also ich sollte vielleicht mal da, das ist ein bisschen angenehmer. Aber ich glaube, die Leute kommen hier nicht so schnell hin, weil es noch keine richtige Zufahrtsstraße gibt. Ergo werden wir mal hier eine vierspurige hinbauen. Bevor, sage ich mal, wir kein Geld haben, werde ich mal kurz hier eine etwas größere Straße hinbauen. Genau. Wir können auch die hier einfach nehmen, das passt doch. Hätten wir hier noch eine zweite Straße. Machen wir hier erstmal so eine kleine. Damit die aber schneller zur Arbeit kommen, bauen wir hier eine vierspurige. Bauen wir uns ungefähr hier hin. Leider kann man es nicht irgendwie ein bisschen leichter hinbauen. Also von dem Winkel her, leider ist es so gedacht, aber kriegen wir auch hin. So. Ja, das sieht gut aus. Dann sollten jetzt mehrere Wege zum Rom oder nach Rom führen, aber sollte jetzt so einigermaßen funktionieren, dass auch hier die Leute zur Arbeit fahren können. Hier sieht man natürlich auch unten die Nachfrage, worauf die Bevölkerung steht, also ob die jetzt mehr Nachfrage nach Wohnungen haben oder nach Gewerbegebieten oder der Industrie. Momentan ist keine Nachfrage, nur nach Wohngebieten. Aber da die noch im Ausbau sind, kann es natürlich etwas dauern. So, dann hier haben wir die Mülldeponie. Dann legen wir das hier mal kurz weg. Und was natürlich, was mir aufgefallen ist, jetzt hört man erstmal nichts. Aber sobald man etwas näher ranzoomt, hört man, es ist noch nicht viel los, aber man hört die einzelnen Leute, auch gerade bei Nacht ist halt nicht viel los, erst am Tage. Gibt es natürlich auch Wettereffekte, so wie jetzt, Regen. Aber man kann alles umbenennen, was man anklicken kann. Hier gibt es schon eine Mülldeponie oder Müllfahrzeug. Ist natürlich ein schöner Ferrari. Oder ja, Ferrari. Und man kann jede einzelne Person anklicken. Ich kann es dir mal zeigen. Und die umbenennen. Die natürlich wieder zurückzufinden. Das ist erstmal eine Mammutaufgabe. Aber das ist natürlich äußerst gut gemacht, sage ich mal. Weil auf sowas jede einzelne Figur, jedes einzelne Gebäude, die sich aber auch individuell, sage ich mal, aufarbeiten können, weil das ein dynamisches Verhalten ist. Man kann auch jede einzelne Straße umbenennen. Also hier hat man sich wirklich Mühe gegeben und auf sowas achte ich immer und finde sowas einfach sehr interessant und auch natürlich sehr angenehm, weil wenn man sich über sowas Gedanken macht, zeigt einem, dass es doch noch Entwickler gibt, sage ich mal, die auf sowas achten. Aber wo bleibt denn die Industrie? Haben die irgendwas? Das dauert ein bisschen. Aber wie ich vorhin gesagt habe, bisschen Geduld nehmen und dann passt es auch alles. Ich weiß, ich bin bei minus 1135, aber es ist immer so ein Auf und Ab. Das ist ganz normal. Aber ich glaube, wir bauen noch ein paar Wohnsiedlungen. Bauen wir mal hier hin, hier hin, hier hin, hier hin.
bauen wir mal einige Wohnsiedlungen. Ich weiß nicht, ob ich die mit Wasser, Strom. Ja, Strom sind die auch gelegt. Das ist natürlich perfekt. Ja, das meine ich. Und die Straße, weil je größer die Stadt am Ende wird, ist natürlich blöd, wenn alle nur über eine Straße fahren. Weil dann kann es natürlich passieren, dass man Stau hat. Oder stockender Verkehr, so wie im echten Leben. Deswegen lieber ein paar Straßen mehr bauen, um dann den Verkehr, sage ich mal, zu mindern. Natürlich kommen auch Touristen etc. pp. Rein. So wie es halt in der richtigen Stadt ist. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn man nur so eine schmale Straße hätte hier, wo zigtausende Leute zur Arbeit fahren müssten. Wäre sehr unpraktisch. Aber ich sehe, das Geld geht langsam wieder zurück, dass wir langsam ins Plus kommen. Ist natürlich angenehm für uns als Bürgermeister. Aber ich denke mal, wir könnten das ein bisschen vorspulen. Ja, es geht immer weiter runter, das ist sehr schön. Wir bekommen auch immer mehr Bürger. Ergo, wenn wir jetzt Meilensteine erreichen, kriegen wir auch so einen kleinen Bonus, kann man mehr Sachen bauen und kriegen so einen kleinen Geldschub, sage ich mal. Ich glaube, so 20.000 kriegt man, glaube ich, immer. Bin mir dann nicht so sicher. Aber es ist halt aufgefallen, dass man etwas Geld kriegt, sobald man den nächsten Meilenstein erreicht hat. Wir können ja mal nachschauen, was der nächste Meilenstein eigentlich sein soll. 850 haben wir bald erreicht. Dann kann man die Polizei, Feuerwehr und ein einzigartiges Gebäude erstellen. Okay. Es ist am Anfang natürlich etwas sehr, sehr träge, aber sobald es am Anfang läuft oder nachher läuft, dann kommt man, glaube ich, gar nicht mehr hinterher, um irgendwas dann hinzukriegen. Und die Wettereffekte, ja. Sie auch sehr schön gemacht. Ich guck mal, wo die Sonne ist. Ja, ist fast wie bei uns. Man kann genau reinschauen, ohne blind zu werden. Aber langsam läuft's. Langsam, ja, langsam läuft es. Die Straße macht seinen Namen. Wie heißt sie überhaupt? Perlenboulevard. Okay. Und wir kommen schon ins Plus. Das meine ich mit Geduld haben, dass man einfach in Ruhe rangeht und sie nicht verrückt machen lässt. Das ist das Wichtigste in solchen Spielen. Immer mit Ruhe angehen, es entwickelt sich von alleine. Und wir haben schon die ersten 121. Es geht immer schneller nach oben, das ist sehr schön. Und wir haben Meilenstein noch, also 850 waren das. Okay. Und dann würde ich sagen, setzen wir uns Ziel, dass wir eventuell demnächst dann unseren Darlehen zurückzahlen, so schnell wie es geht, damit wir natürlich nachträglich mehr Geld für uns haben. Wir können natürlich auch am Anfang, ich weiß nicht, ob es das lohnen würde, wenn man hier auf die Wirtschaft geht, kann man natürlich auch die Steuern erhöhen. Mit Budget würde ich es so lassen, wie es bisher ist, weil ich habe da nie ausgetestet. Also könnte ich mir gerne mal was dazu sagen, wie wo was eingerichtet werden kann, weil ich habe von dem gar keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob was Budget hingelegt wird, was da der Vor- und Nachteil ist. Also von dem habe ich generell wirklich keine Ahnung. Aber wir können die Steuern erhöhen. Ergo werden wir es mal auf 10% ziehen, weil die Bürger sind ja glücklich, haben auch schon Arbeit und ziehen das auf 10%. Weil sobald die was zu bemängeln haben, kommen sowieso mal hier schon der erste, dass die Steuern zu hoch sind. Ah, würdiges Dorf. Das ist natürlich sehr schön. Gebiete? Achso, wir haben neue Gebiete. Das werden wir noch nicht bauen, weil natürlich unnötig. So, wir haben Stadtviertel, Richtlinien, ein zweites Darlehen, Spezialisierung für Viertel. Und Richtlinien für Dienstleistungen. Wir können die Feuerwehr, Polizei, ein einzigartiges Gebäude bauen. Forstwirtschaft, Landwirtschaft. Das ist das, was ich dann irgendwann mal einrichten werde. Und das finde ich am wichtigsten. Stromverbrauch und Wasserverbrauch kann man reduzieren lassen. Und natürlich Verteilung von Rauchmeldern. Das ist natürlich sehr schön.
Das machen wir doch gleich mal. Und zwar gehen wir mal kurz mal auf Pause.